Krimi-Zeit bei Hör mal zu, dem Kanal für echte Hörspiel- und Retro-Freunde. Danke für dein Like. Mein Liebster, bester Onkel, bitte lies mir vor, was es so Interessantes gibt. Also gut. Ich habe hier einen Brief von Bankier Spielmann, dem bekannten Kunstsammler. Sehr geehrter Graf Joster, durch einen unglaublichen Zufall, dessen nähere Umstände ich Ihnen gerne mündlich schildern würde, ist es mir geglückt, einen bisher unbekannten Rubens zu entdecken. Ich persönlich bin von der Echtheit des Gemäldes fest überzeugt, habe aber leider widersprüchliche Expertisen erhalten. Donner aus Amsterdam hält das Bild für eine der größten Leistungen des Meisters überhaupt. Fuhrmann, den ich aus New York herkommen ließ, nannte es bestenfalls Schule Rubens. Meine dringende Bitte an Sie, Graf, ist, dass Sie das Bild selbst untersuchen, um ein endgültiges Urteil zu fällen. Außerdem würde ich mich freuen, wenn Sie etc. Wenn Sie doch bitte Ihre charmante und reizende und entzückende kleine Nichte mitbringen würden. In der Tat. Johann, wir fahren zum Tegernsee. Ich brauche nur 5 Minuten. Oh. Johann, willst du nicht öffnen? Herr Graf, ein Leiermann. Öffne trotzdem. Ich friere. Lass mich einen Augenblick verweilen. So, jetzt werde ich mich ein wenig erfrischen. Einen Moment. Würdest du mir bitte deine Brieftasche überlassen? Oder hast du etwa kein Herz für Leierkastenmänner? Oh doch. Sie sind die wehmütigen Relikte einer leider vergangenen Zeit. Übrigens solltest du wissen, dass ich eine sogenannte Brieftasche niemals bei mir trage, Johann die Schatulle. Ja. Verrecken soll er dran, der Hund. Johann. Pardon, Herr Graf, ich meine verenden. Auf erpresstem Geld liegt kein Segen. Dieses Bild habe ich für 20.000 Mark als Schule van Dyck gekauft. Beim Transport fiel die hintere Deckplatte ab. Zum Vorschein kam dies. Verzeihen Sie den kleinen Scherz, Graf, aber ich wollte Ihnen nicht das Vergnügen rauben, meine eigene Überraschung selbst nachzuerleben. Fabelhaft. Die Stimmung ist unnachahmlich und einzigartig. Das ist eine der kleinen Landschaften, an denen er keinen seiner Schüler hat mitarbeiten lassen, trotz der Gicht, die er bereits in den Händen spürt. Nein, es gibt keinen Zweifel. Eine Signatur kann man fälschen, aber nicht diesen Stil. Das ist ein echter Rubens, 1635. Sie machen mich überglücklich, Graf. Für eine genaue Expertise müsste ich ihn allerdings noch einmal bei Tageslicht sehen. Vielleicht am besten gleich morgen früh. Aber nun möchte ich das wirkliche Motiv erfahren, weshalb Sie mich hierher gebeten haben. Sehen Sie, ich habe seit längerer Zeit das Gefühl, dass in meiner Bank etwas nicht stimmt. Die wirklich großen Geschäfte kommen nicht zustande. Danke, Karl. Andere kommen mir zuvor. Bitte. Manchmal denke ich, ich werde einfach alt. Danke. Und dann wieder glaube ich, es muss ein Spitzel in der Firma sein. Warum nicht im Hause? Was soll das? Ich glaube dennoch nicht, dass ich mich getäuscht habe. Ich muss Sie warnen, Herr Spielmann. Ihr Diener Karl lauscht, um nicht zu sagen, er spioniert. Ausgeschlossen. Karl ist das Muster eines Dieners. Ich habe bei ihm nie die geringste Ungenauigkeit festgestellt. Es ist bestimmt kein Zufall, dass er immer dann besonderes Interesse zeigt, wenn von Geld oder von Fragen der Bank die Rede ist. Karl ist seit 4 Jahren bei mir im Dienst und ich vertraue ihm. Aber jetzt, wenn ich es mir recht überlege, die Geschäfte, von denen ich sprach, in denen mir andere zuvorkommen, verschiedene Transaktionen in den letzten Jahren, die ich nur mit wirklich guten Geschäftsfreunden absprach, sind unerklärlicherweise der Konkurrenz bekannt geworden. Aber nein, das sind ja Hirngespinste.
Andererseits wäre es auch vermessen, Ihre Beobachtungsgabe in Zweifel zu ziehen. Also gut, ich werde ihn zur Rede stellen. Sie sollten auf der Hut sein. Ich werde ihn morgen noch einmal beobachten. Vielleicht sogar einen Köder auslegen. Hier spricht K. Dieser Krimigraf, dieser Josta ist bei Spielmann. Er verdächtigt mich. Er hat was gemerkt und hat das Spielmann auch gesagt. Das dürfen Sie nicht von mir verlangen. Sie können nicht erwarten, dass ich einfach ruhig hier bleibe und abwarte. Spielmann selbst fängt bereits an, mir zu misstrauen. Nein, ich will mich nicht selbstständig machen und Geschäfte auf eigene Faust mache ich auch nicht. Aber ich werde nicht hierbleiben, ich steige aus. Sie können mich überhaupt nicht zwingen, denn wenn ich auspacke, sind Sie dran. Also gut, aber ich kann frühestens in einer Stunde bei Ihnen sein. Nun, immerhin war Rubens der Kammerherr Isabellas. Aber Sie haben ganz recht. Am spanischen Hof hat man auch Anstoß daran genommen. Isabella konnte jedoch darauf verweisen, dass auch England durch einen Maler, nämlich Chevier, vertreten wurde. Außerdem... Ja! Ich bitte ergebenst um Verzeihung für diese Störung, Herr Direktor. Ich möchte nur darum bitten, noch einen kurzen Ausgang nehmen zu dürfen. Meine Schwester... Private Sorgen. Der Ehemann. Ja, schon gut, Karl. Wir kommen auch ganz gut allein zurecht. Bitte noch einmal einschenken zu dürfen. Die Gläser sind ja noch halb voll. Ja, was soll denn der Unsinn? Ja, kannst du nicht mehr hören, Karl? Oh, verzeihung. Er muss sofort tot gewesen sein. Ich habe den Unfall genau gesehen. Der Fahrer war betrunken und der Mann hat weder nach rechts noch nach links geschaut, bevor er über die Straße ging. Ein bodenloser Leichtsinn. Da muss er sich nicht wundern. Seien Sie doch still. Johann, öffne bitte einmal die Tasche. Nichts. Raub? Kaum. Und möglicherweise auch kein Unfall. Was kann ich für Sie tun? Och, ich möchte nur mal gucken. Bitte links die Blusen und hier unsere reizenden neuen Kostümchen. Und hier Dirndl, Dirndl, Dirndl. Darf man fragen, welche Größe Sie haben? Ständig wechselnd, mal so, mal so. Der Mensch ist nun mal stetigem Wandel unterworfen. Ich möchte jedenfalls völlig anders aussehen. Na, ich würde sagen, eine süße 36. Finden Sie mich verändert? Sie sehen entzückend aus. Ich möchte es bei Tageslicht sehen. Bitte? Na, hat's Ihnen gefallen? Ach, das geht überhaupt nicht. Na gut, dann suchen wir was anderes aus. Einen Moment. Kommen Sie bitte mal her. Das da möchte ich haben. Anzug, Hemd, Krawatte, Schuhe und Strümpfe. Ziehen Sie es bitte aus, ich nehm's mit. Und einen Hut brauche ich. Machen Sie Witze? Nein. Ich denke, die Expertise ist ausführlich genug. Es wird eine ehrenvolle Aufgabe für Sie sein, einen Namen für das Bild zu finden. Pardon. Draußen ist jemand, der sagt, er heißt Oskar. Er möchte sich Ihnen vorstellen, Herr Spielmann. Es war ein Glücksfall, so frühzeitig einen Nachfolger für Karl zu bekommen. Die Absolventen der Dienerschule sind normalerweise ausgebucht. Der Herr, für den Oskar vorgesehen war, hat jedoch bankrott gemacht, wurde mir von der Schulleitung angedeutet. Kam Herr Karl auch von diesem Institut? Selbstverständlich. Seit die Schule vor 5 Jahren eine neue Direktion bekam, stellen alle meine Bekannten und Geschäftsfreunde bloß noch dort erzogene Diener ein, weil das Aufnahmeverfahren wesentlich strenger geworden ist. Diejenigen aber, die bestehen, erhalten eine fabelhafte Erziehung. Also mich interessiert jetzt eigentlich bloß noch, ob Oskar mir sympathisch ist. Das bitten wir. Woher haben Sie eigentlich Ihren Johann? Ich habe ihn selber ausgebildet. Ach. Er darf sogar lauschen. So. In meinem Auftrag. Da bitte. Bitte. Dienerschule. Entweder man hat's oder man hat's nicht. Sie heißen Oskar? Jawohl, Herr Direktor Spielmann. Bleib ruhig hier, Johann. Sehr wohl, Herr. Ich verlange jetzt nicht von Ihnen, dass Sie mir einen Cocktail mixen oder einen passenden Anzug herauslegen. Ich möchte bloß wissen, ob wir miteinander auskommen. Ob gemeinsame Sympathien oder Antipathien bestehen. Lieben Sie zum Beispiel die Malerei? Jawohl, Herr Direktor. Und welche sind Ihre Lieblingsmaler?
Mit Verlaub, eigentlich alle. Ach. Ja, nennen Sie mir doch mal ein paar. Zum Beispiel Alt, Arp, Beckmann, Brack, Bruegel. Ihre Limo, Herr Graf. Danke, Johann. Johann? Ja. Du darfst wissen, dass ich diesen Oscar nicht engagiert hätte. Außerdem muss ich dir gestehen, dass deine Unverbildetheit in allem, was Malerei angeht, mir nachgerannt Wohltat ist. Danke, Herr Graf. Ich habe einen Auftrag für dich. Du wirst dich bei der Dienerschule um eine Lehrstelle bewerben. Es interessiert mich, ob du den Test bestehst, der dich von kriminellen Neigungen freisprechen könnte. Außerdem wirst du dich ein bisschen umsehen. Und schließlich kann der Aufenthalt in dieser Schule deinen Kenntnissen nur förderlich sein. Herr Graf, so schlimm ist mit mir auch wieder nicht. Ich meine, ich habe Ihren Vorwurf von gestern zu Herzen genommen und mich in der Zwischenzeit ein bisschen weitergebildet. Cranach, Cézanne, Chagall, El Greco, Dali, Della Piccolo. Johann, in die Schule. Nein, bitte. Charlie. Ja? Du begleitest Johann und sorgst dafür, dass er sich dieser Prüfung unterzieht. Okay. Vielleicht findest du in deiner Garderobe ein etwas passenderes Kostüm. Diese Dienerschule scheint ein stinkvornehmer Laden zu sein. Diese Karosse. Wenn du durchfällst, steht dir eine glänzende Laufbahn in der Unterwelt bevor. Aber Herzogin, das habe ich doch bereits hinter mir. Jedenfalls werde ich hier warten, um das lange Gesicht des kriminellsten Menschen, den ich kenne, zu sehen. Herzogin, Sie haben kein Herz. Toi, toi, toi. Also dann. Was erkennen Sie jetzt? Nicht lange nachdenken, Ihre erste Assoziation. Das ist ein Boxkampf, ein ziemlich roher Sport. Und jetzt? Das sind Gitter. Gitter wie an einem Gefängnis. Nicht, dass ich jemals an einem solchen Ort verweilt hätte, aber ich vermute es. Und jetzt? Das sind Schlüssel an einem Ring. Sieht aus wie ein Schlagring, ekelhaft. Ein Schweißbrenner. Habe ich schon oft im Fernsehen gesehen, in Gangsterfilmen, wenn gerade kein Kulturfilm lief. Eine Blume im Frühling auf dem Felde. Die letzte Antwort halte ich für erlogen. Ja, ehrlich? Aber ich meine, hinsichtlich des Charakters haben wir im Übrigen keine Bedenken. Vielen herzlichen Dank. Sie sind vorbestraft? Überhaupt nicht. Das ist gut. Die Papiere müssen in Ordnung sein. Lassen Sie sich mal ansehen. Ein bisschen grobschlächtig, das Ganze. Ja, ich neige zur Muskelbildung, aber ich wäre bereit zu fasten. Von mir aus, solange Sie wollen. Aha. 1 bis 2 Tage. Nicht nötig, nicht nötig. Sind aufgenommen. Dankeschön. Führe Sie jetzt durch die Schule und mache Sie mit den Räumlichkeiten vertraut. Mein Fräulein, Sie sind charmant, aber ich weiß nicht, wie ich es Ihnen sagen soll. Ganz einfach, Sie sagten es bereits. Ich würde Ihnen am liebsten Blumen überreichen. Ich fliege zwar auf Blumen, aber ich halte trotzdem Abstand zur Dienerschaft. Sicher haben Sie Ihre Prüfung nicht bestanden? Mein schönes Fräulein, ich habe mich hier keiner Prüfung unterzogen. Ich war lediglich auf der Suche nach einem Diener, aber leider vergeblich. Kein Wunder zu dieser ominösen Zeit. Ach, ominös. Das ist ein merkwürdiges Wort, dass Sie sowas kennen. Ich kenne auch ein schönes Wort. Die Limmakologie. Das ist die Lehre von den Nacktschnecken. Ah, gut, dass ich das weiß. Und wissen Sie, wie ich heiße? Tröger. Stefan Tröger. Würden Sie mich begleiten? Na klar. Charlie, ich habe Zeit. Aber der muss natürlich auch mit. Wer ist das? Das ist mein Leierkastenmann. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Okay, dann eben nicht. Bitte? Ey, Johann! Ey, du! Und! Komm rein, bitte. Und? Ey, Johann! Ey, du! Ey, Johann! Ey, du! Probieren Sie das mal. Ey, Johann! Ey, du! Würden Sie mir auch so ein Tablett besorgen? Sie? Ja. Kommen Sie mit. Halt! Und das Kommando! Ewan! Etu! Ewan! Etu! Ewan! Etu! Ewan! Etu! Ich sehe, hier ist noch Pause. Und anschließend Gläserkunde. Ich glaube, das ist der kleine Fehler. Wieso? 3 gehört vor 2. Und warum? Gewöhnlich reicht man weiß vor rot. Die Zeit? 12 Sekunden. Und Sie? Ich bin meist am Ausziehen. Hier wird der Umgang mit Haustieren gelehrt. Oh.
Ich hoffe, die Tierchen haben bereits gefrühstückt. Gehen Sie ran. Ihr sollt doch nicht herkommen und schon gar nicht in Livret. Verzeihen Sie bitte, ich habe ihr versucht, sie telefonisch zu erreichen, aber sie waren nicht da. Und der Sekretärin mochte ich den Tipp nicht hinterlassen, die Sache erschien mir zu wichtig. Also was ist? Unsere Annabelle startet heute im letzten Rennen als totaler Außenseiter. Mein Chef hat sie immer zurückgehalten, um einen großen Coup zu landen. Sie hat berühmte Eltern, bestes Blut. Unsere Annabelle gewinnt todsicher. Ein Strohmann wird den Einsatz machen. Und wie werden Sie den Strohmann erkennen? Er ist klein, unscheinbar und trägt eine Baskenmütze. Und er wird in letzter Sekunde setzen. Wahrscheinlich am Einzahlschalter unter der Tribüne A. Am besten er setzt gar nicht. Kümmer dich drum. Hallo? Baskenmützen sind nicht mehr in Mode. Ist gut, danke. Was Wichtiges? Ja, geschäftlich, rein geschäftlich. Kommst du mit? So, da wären wir. Warum sind wir denn nicht auf den Rennplatz gefahren? Ich vermeide möglichst, mich unter die Massen zu mischen. Die Massen? Du redest mit einer Arroganz. Manchmal könnte ich dich hassen. Das wäre aber ein Jammer. Ehrlich gesagt, ich könnte's ja auch gar nicht. Würdest du für mich wetten? Aber sicher. Welches Pferd? Ach, das ist mir ganz egal. Ich gewinne immer. Aha. Mhm. Also gut. Hier sind die Namen vom 12. Rennen. Da. Annabelle. Annabelle? Ein Tausender auf Annabelle. 1000 Mark? Aber warum gerade Annabelle? Ich hatte eine Freundin, die so hieß. Aha. Oder nein, nehmen wir ein anderes Pferd. Hallighoge. Und warum nicht mehr Annabelle? Weil sie mir mal einen Freund ausgespannt hat. Oh, das war nicht nett. Augenblick. Ich spiele überhaupt nicht. Aber warum? Darum. Ach so. Na gut, entschuldige mich. Das Rennen geht gleich los. Auf wen hast du gewettet? Annabelle, ist doch klar. 1000 Mark auf Annabelle. Also, gehen wir? Ich möchte das Rennen in der Glotze angucken. Ich auch, aber im Wagen ist viel gemütlicher. Vor Pirat und Dolores, dann Triumphator und Annabelle. Dahinter Wirbelwind und Hallighoge. Annabelle ist an Pirat heran, es folgen. Annabelle geht an Pirat vorbei. Einen Kopf, eine Länge. Dahinter Annabelle schließt auf zu Hexer, ebenso Hallighoge. Hexer fällt zurück. In Führung jetzt Annabelle. Was ist denn, Hallighoge, Charlie? Pirat. Ich kann nicht mehr hingucken. Warum nicht? Was ist denn los mit dieser Hallighoge? Die melden doch sonst immer nur Land unter. Reg dich nicht auf, mein Schatz. Hallighoge ist für uns kein Problem. Hallighoge eine halbe Länge hinter Annabelle. Annabelle vor Hallighoge. Dann Pirat, Hexer, Dolores. Kopf an Kopf, Hallighoge und Annabelle. Hallighoge! Na los, Annabelle! Na los, geh ran! Nun geh doch, Annabelle! Ja, Hallighoge. Das war's! Bravo! Bravo! Okay, du hast gewonnen. Das offizielle Ergebnis. Annabelle vor Hallighoge und Hexer. Die Quote für den Sieger beträgt 2514. Das ist die höchste Quote, die jemals in Riem erzielt worden ist. Eine unwahrscheinliche Quote. Und du hast 1000 Mark gewettet? Aha. Das macht 249.000 Mark. Aber was ist das schon? Das ist doch nur Geld. Aber sehr viel Geld. Das reicht zu einem Luxusurlaub nach Hallighoge und zurück. Warum zurück? Herr Graf, das ist aber der letzte Ort, wo ich Sie vermutet hätte. Mir stand der See nach einem Enzian. Ihn wollte ich mit entsprechender Aussicht genießen. Herr Graf, sollten um diese Zeit noch keinen Alkohol zu sich nehmen. Nur labile Naturen trinken Schnaps. Wie ging die Prüfung aus? Ich habe selbstverständlich bestanden. Möchtest du auch ein Getränk? Herr Graf, ich sagte bereits, nur labile Natur... Aber nur ein, ja. Von etwas anderem war gar nicht die Rede. Vielleicht hättest du die Freundlichkeit, ihn selbst zu bestellen? Ja. Fräulein! Ein Gin Tonic, drei Stück Eis und einen Stuhl! Einen Stuhl? Einen Liegestuhl. Sehr wohl.
Du wolltest mir doch erzählen, wie der Test vor sich ging. Ein Sündenbabel ist das hier. Der Test, Johann? Die wollten mich reinlegen. Da zeigte mir einer lauter Bilder mit so Verbrecherkram. Ich habe sofort klar und deutlich gesagt, dass ich damit nichts zu tun haben will. Welche Art waren denn die Bilder? Eigentlich waren es nur lauter Tintenkleckse. Und du solltest assoziieren. Ach so, ja. Genau das Wort hat er auch gesagt. Johann, weißt du eigentlich, dass deine kriminellen Energien noch lange nicht verschüttet sind? Herr Graf, bitte, das liegt ja nicht an mir. Sie haben mir doch selbst befohlen, dass ich mich in der Schule etwas umsehen soll. Da habe ich natürlich zwangsläufig einige Türen öffnen müssen. Es war mir sehr peinlich. Ja, und? Mikrofone, Minispione, Gewehre, alles, worauf ein Diener achten soll, dass es einem nicht ins Haus kommt. Ihr Gin Tonic, mein Herr. Sagen Sie, es geht zwar gegen meine Grundsätze, aber wo schlafen Sie eigentlich? Wo ich schlafe? Auf der Alm natürlich. Auf der Alm? Bei Ochs und Kuh? Tut mir leid. Ja, bitte? Verzeihung, Herr Johann, kann ich das Frühstück bringen? Frühstück? Die Herzogin? Am Pool. Also dort? Sehr wohl. Wir frühstücken am Pool. Fehlt sonst noch was? Nein, alles in Ordnung. Johannes zieht? Ja. Dummes kleines Ding. Pardon. Guten Morgen. Morgen. Johann, du siehst angegriffen aus. Wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, auch die Herzogin sah ich schon blühender. Genau das darfst du dir nicht erlauben. Es kann sein, dass ich dich verlasse. Ich erwäge, nach Hallekoge überzusiedeln. Wenn ich mir noch eine Bemerkung erlauben darf, trutz blanke Hans. Johann, dein Übermut in den Morgenstunden ist enervierend. Bitte lass uns allein. Sehr wohl, Herr Graf. Den Kaffee. Hallekoge. Welcher Herr gab den Anstoß zu dieser Erwägung? Eigentlich eher ein Pferd. Etwa dasjenige, das im gestrigen Rennen Zweiter wurde. Woher weißt du? Gute Zeitungen haben die Eigenschaft, Informationen zu verbreiten. Erstaunlich, diese Annabelle. Ich habe mich schon gewundert, dass die Tochter von Opal und Waldfee ein Versager sein soll. Ein wunderbares Pferd, das mich gleich begeisterte. Ich gab Stefan den Tipp und er gewann 250.000 Mark. 249.000. Du warst also mit diesem Herrn Tröger da, über dessen Rekordgewinn geschrieben wurde. Ja, und der Mann ist auch wunderbar. Es gibt nur eins, was mich an ihm stört. Er ist zu manieriert. Beinahe noch mehr als du. Odi et amo. Odi et amo. Hm. Wer hat euch miteinander bekannt gemacht? Er hat mich vor der Dienerschule angesprochen. Kam er aus der Schule? Ja, er hat sich dort nach einem Diener umgesehen, hat aber keinen gefunden. Welchen Beruf hat er? Er hat ein Büro für Firmenberatung oder so etwas. Sehr interessant. Ich glaube, ich muss einen alten Mann aufsuchen. Dich bitte ich, diesen Herrn Tröger vorläufig nicht mehr zu sehen. Warum? Eine vage Vermutung. Gibst du mir dein Wort? Nein. Dann muss ich dich leider mitnehmen. Das ist ja ein Altersheim. Da kriegst du mich nicht rein. Johann, du lässt Charlie nicht aus den Augen. Ich versuche mein Bestes zu tun, Herr Graf. Lass bitten. Wow. Was ist dieser Steinitz für ein Mensch? Ein Schwacher. Ich hätte nie gedacht, dass er die Initiative haben würde, unser Institut selbstständig weiterzuführen. Aber ich habe mich wohl geirrt. Man hört nur Gutes. Wurden schon zu Ihrer Zeit die Schüler mit dem Umgang von Mikrofonen vertraut gemacht? Das ist das Neueste, was ich höre. Wozu das? Damit die Diener ihre Herren vor diesen Geräten schützen können. Sehr neumodisch. Was in dem Raimund doch alles steckt. Eine letzte Frage. Haben Sie jemals einen Schüler namens Stefan Tröger ausgebildet? Die Nachnamen meiner Schüler habe ich mir nie gemerkt, aber Stefans habe ich einige gehabt. Und war darunter ein auffallend gut aussehender? Der schöne Stefan. Ein hochbegabter Junge, mein bester Schüler. Aber im Herzen leider kein Diener. Er war viele Jahre beim Bankpräsidenten Thal in Diensten. Am alten Thal? Ja, ein furchterregender Mensch. Bei dem hatte das Personal nichts zu lachen. Von dem Stefan habe ich danach nie wieder etwas gehört.
Charlie, du gehst nicht. Ich sage dir, dieser Mann kann ein Verbrecher, sogar ein Mörder sein. Ach, das ist unmöglich. Muss es so weit kommen, dass ich dich im Zimmer einsperren und von Johann bewachen lasse? Dazu wärst du imstande. Jedenfalls kann ich dir schwören, dass Stefan mir niemals was getan hat. Und wenn du ihn mir verbieten willst, liebe ich ihn erst recht. Also gut. Johann, du schließt das Zimmer hinter mir ab. Wartest so lange bei Charlie, bis ich zurückkomme. Haben Sie nicht was Leichteres, Eiger Nordwand oder so? Ich weiß, es ist unangenehm. Aber ich muss wissen, ob dieser Herr schuldig ist oder nicht. Übrigens, Herr Graf, Präsident Thal nannte alle seine Diener Felix nach seinem ersten Diener. Felix? Ja, der Glückliche. 100.000? Das ist wenig. Naja, es wird gehen. Hallo? Hier spricht der sich gern Meier nennt. Nein, vor einer Fangleitung habe ich keine Angst. Sie wissen so gut wie ich, dass bevor man mich verhaften könnte, eine Notiz an die Presse geht. Und Sie dürfen überzeugt sein, dass ich an einem Fortgang Ihrer politischen Karriere weniger interessiert bin als Sie. Ach, Sie möchten handeln. Zufällig weiß ich ziemlich genau, was Ihre Brauereien Ihnen einbringen. Und deswegen bleibt's bei 200.000 für die Negative. Wenn nicht, ob's Duplikate gibt? Oh, es könnte sie geben. Sie haben recht, nichts leichter technisch gesehen. Da müssen Sie sich auf mich verlassen. Es gibt keine andere Chance. Sie kennen die Nummer meiner Bank in Zürich. Ach ja, das Mondkalb hat's mir verraten. Ja? Graf Förster möchte Sie sprechen. Ich lasse bitten und bitte keine Störung. Darf ich bitten, Herr Graf? Ich freue mich, Sie kennenzulernen, Graf Förster. Ich bin einer Ihrer treuesten Leser. Was verschafft mir die Ehre Ihres Besuchs? Ich komme in einer durchaus persönlichen Angelegenheit. Vermutlich wissen Sie, dass der Herzogin von Montferrat, Dankeschön, meine Nichte und mein Mündel ist. Ich verstehe leider nicht. Die Dame kenne ich gar nicht. Ihr Vorname ist Charlotte oder auch Charlie. Charlie ist eine Herzogin? Ihre Nichte? Warum hat sie das nicht gesagt? Nun ist es an dem, dass ich die Menschen, die meiner Nichte wichtig sind, gerne kennenlerne. Ich fühle mich verantwortlich. Sie ist noch sehr jung. Ich verstehe Sie vollkommen, Graf. Ich würde an Ihrer Stelle ganz genauso empfinden. Firmenberatung. Was versteht man eigentlich genau darunter? Ich helfe, kaufmännische Probleme jeder Art zu lösen. Revisionen, Budgetplanung, Verkaufskommission und was eben sonst noch alles so dazugehört. Wollen Sie genaueres wissen? Sie sind also Diplomkaufmann. Ich komme aus der Praxis. Umso besser. Ich wäre Ihnen sehr verbunden für einen Ratschlag. Ich suche nämlich einen Stoff für meinen neuen Roman und habe folgende Idee. Jemand baut einen Wirtschaftsspionagering auf, indem er als Informationsquellen die Diener einflussreicher Persönlichkeiten benutzt. Diese Diener werden zuvor in einer angesehenen Dienerschule eigens ausgebildet. Halten Sie das für realistisch? Ein wenig fantastisch als Ausgangsbasis, finden Sie nicht? Einen Rat kann ich Ihnen da nicht geben, weil ich die Materie nicht kenne. Zur Dienerschaft habe ich keinerlei Beziehung und weiß von diesem Stand so gut wie überhaupt nichts. Aber wollten Sie nicht neulich einen Diener anstellen? Das stimmt, und hätte ich einen gefunden, wären meine Kenntnisse jetzt größer. Ich könnte Ihnen helfen bei Ihrem Problem. Vielen Dank. Wie gefällt Ihnen die Hauptfigur? Derjenige, der das uralte Vertrauen zwischen Herrn und Diener missbraucht, ausnützt und zerstört. Halten Sie diese Figur für realistisch? Vielen Dank. Eine Persönlichkeit wie Machiavelli, ein Typus, ein Erfolgstyp. Ein zerrissener Mensch, diese Machiavelli, aber Sie haben recht. Immer noch eine realistische Figur. Ich freue mich, Ihre Bekanntschaft gemacht zu haben, Herr Tröger. Das Vergnügen war auf meiner Seite, Graf. Felix! Auf Lateinisch bedeutet dieses Wort glücklich, glaube ich. Was meinen Sie damit, Graf? Das Leben des alten Bankpräsidenten Thal endete durch einen sehr zweifelhaften Selbstmord. Sein Diener Felix hasste ihn, wie alle wussten. Aber dieser Felix hatte ein ganz ausgezeichnetes Alibi. Glauben Sie eigentlich, dass Mörder glücklich sind? Wenn Sie ein solches Alibi haben, warum nicht?
Warum starren Sie mich so an? Normalerweise haben wir um diese Zeit geschlossen. Ich möchte was essen. Bitte? Ich möchte ein Blatt Grünsalat. Ein Blatt? Ja, aber sehr grün, bitte. Mit etwas Himbeerkonfitür. Nein? Na dann nicht. Mein Herr, eine kleine Gabel. Mein Herr, bitte. Ich bitte um Verzeihung, dass ich so spät bin. Aber in dieses Lokal kriegst du mich nicht mehr rein. Der Kellner ist ein Ignorant. Das tut mir leid. Soupieren wir bei mir. Mein Koch hat chinesische Taubeneier zubereitet. Für zwei Personen. Tut mir leid, aber Sie haben es ja gehört. Nur für zwei. Also, ich... War mein Onkel eigentlich bei dir? Ja. Ja, und wir haben uns glänzend unterhalten. Charlie, ich muss eine Reise unternehmen. Eine sehr weite Reise. Hast du vielleicht Lust, mich zu begleiten? Aber vielleicht willst du deinem Onkel keinen Kummer machen. Ich übrigens auch nicht. Wegfahren? Sehr, sehr weit? Das wäre schön. Sie haben Charlie aus den Augen verloren? Versuchen Sie, Trögers Wagen zu finden, aber unternehmen Sie nichts auf eigene Faust. Charlie ist natürlich bei Tröger. Verzeihung, Herr Graf, ich kann wirklich nichts dafür. Sie haben das Ganze so raffiniert angestellt. Ich habe geschlafen wie ein Bär. Du Scheusal! Du Fiesling! Du hast gelauscht? Ach, wie schade. Ich hätte zu gerne eine Karte aus Südamerika an den Grafen geschickt, auf der wir gemeinsam herzlich grüßen lassen. Der Diener und die Herzogin. Da du mir diesen Triumph jetzt wohl nicht mehr gönnen wirst, muss ich leider einen anderen Weg gehen. Herr Graf, da ist ein Brief für Sie, bitte. Ja. Werter Graf, die junge Dame, über deren Umgang Sie sich heute so rührend besorgt zeigten, befindet sich in schlechter Gesellschaft. In meiner nämlich. Und in meiner Gewalt. Ich werde Sie um 24 Uhr anrufen, dann werden Sie mir Ihr Wort als Ehrenmann geben, meine Kreise nicht weiter zu stören. Der Entschluss dazu wird Ihnen leichter fallen, wenn ich Ihnen versichere, dass junge Herzoginnen sehr verletzlich sind. Ihr sehr ergebenster Diener, ich bin Ihr sehr ergebenster Diener. Das ist ein Schwein, eine Drecksau. In diesem Fall fällt es mir schwer, deine Wortwahl zu tadeln. Wir müssen versuchen herauszufinden, wo Tröger wohnt. Ich weiß es nicht. Dann denken Sie gefälligst nach. Ich weiß es wirklich nicht. Pardon, Herr Graf, würden Sie Oskar die Freude gönnen, von mir befragt zu werden? Gerne. Danke. Na, Oskar? Ah! Spuck endlich die Adresse aus! Wir kennen nur sein Büro! Niemand weiß, wo er wohnt! Orgel an Y. Johann! Ja, Herr Graf? Ich glaube, es läutet. Es läutet? Ja? Orgel an Y. Ja, Herr Graf, ich wollte Ihnen nur sagen, der bewusste Wagen befindet sich in der Waldfriedenstraße 2. Mein Kompliment. Danke. Kompliment! Herr Graf! Was soll das? Dienerschule, Herr Graf! Habe das Personal aus den übrigen Schlössern zu einem Fortbildungskursus gebeten. Verstehe. Und